Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation, in der ich dir dabei helfe, dich mit deiner größten, höchsten Version deiner Selbst zu verbinden, zu der du jederzeit zurückkommen kannst. Denn wir alle tragen diese große Version, dieses zukünftige Ich in uns. Und das ist eine innere Entscheidung, sich mit dieser Version zu verbinden und sie in das eigene Leben einzuladen. Finde für die Meditation einen entspannten Sitz. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Knie oder Oberschenkel. Richte deinen Oberkörper gut auf und kannst dir vorstellen, dass von der Spitze von deinem Kopf ein Faden nach oben Richtung Himmel geht, der dich aufrichtet, sodass die Energie gut durch dich hindurch fließen kann. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Bring hier die Aufmerksamkeit zunächst einmal zu deinem Atem und spüre, wie du einatmest und wieder ausatmest. Nimm deinen Körper ganz bewusst wahr. Nimm auch wahr, wie deine innere Haltung aktuell ist. Nimm das einfach nur wahr, ohne das jetzt groß zu bewerten. Und sei dir gleichzeitig bewusst, dass du diese innere Haltung, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist, dass du sie jederzeit verändern kannst. Triff innerlich die Entscheidung, dass du deine innere Haltung gleich verändern wirst und es eine Entscheidung ist, der Mensch zu sein, der du auch wirklich sein möchtest. Dein Leben ist voller Möglichkeiten. Dann lade jetzt einmal alle deine Gefühle ein, die du mit der größten und höchsten Version deiner selbst verbindest. Tu so, als wärst du gerade die Person. Fühle sie in deinem Körper und verbinde dich mit deinem zukünftigen Ich. Nimm die Emotion wahr. Wie fühlt sich das an, frei zu sein? Die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen? Gesund zu sein? Selbstbewusst zu sein? Lade die höchste Version, dein zukünftiges Ich, lade es ein und verbinde dich mit den passenden Gefühlen. Wie fühlt es sich an, daran zu denken, wie sehr du dich selbst und deinen wunderschönen Körper liebst? Lade dir auch einmal das Gefühl der tiefen Dankbarkeit für alles, was du bist, ein. Frag dich auch einmal, wie fühlt es sich an, grenzenlos zu sein, alles erreichen zu können. Halte an diesen Gefühlen fest und fühl sie ganz bewusst, ganz tief in deinem Körper, als wäre alles, woran du gerade denkst, bereits Realität.
Je mehr du diese Gefühle fühlst, je schneller veränderst du deine Energie und desto schneller kannst du diese höchste Version deiner selbst sein, sie in dein Leben einladen, dich mit ihr verbinden. Lass dich all diese Gefühle, die du mit der höchsten Version von dir verbindest, sich in deinem Körper ausbreiten. Lass sie ganz viel Raum einnehmen. Und sei dir innerlich bewusst, dass du dir durch diese Meditation, durch deine Vorstellungskraft, einen kleinen Samen in dir, in deinem Herzen gesät hast. Je öfter du zu dieser Vision, der höchsten Vision deiner selbst, mit allen ihren Gefühlen zurückkommst, desto mehr Aufmerksamkeit schenkst du diesem kleinen Samen in dir. Und er kann größer werden und zu einer wunderschönen Blume werden. Und diese Blume, die kann irgendwann dein komplettes Ich, dein jetziges Ich verkörpern. Du kannst dir einmal innerlich vorstellen, wie du diesen Samen gesät hast und jeden Tag zu ihm zurückkommst. Ihn in dem Moment, wo du ihm die Aufmerksamkeit schenkst, der größten Version deiner Träume und Ziele, du ihn jeden Tag etwas gießt, und er ganz langsam immer größer wird und zu einer wunderschönen Blume wird. Je mehr du deine innere Welt veränderst, die auch anfängt, deine äußere Welt zu verändern. Dann bringe deine Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem. Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Erlaube dir hier, deinen Atem zu vertiefen. Bewege deine Finger ganz leicht und nimm die Energie in deinem Körper wahr. Und wenn du soweit bist, dann kannst du ganz langsam deine Augen öffnen. Nimm achtsam deine Umgebung um dich herum wahr und verändere deinen Blickwinkel. Beginne die Welt durch dein zukünftiges Ich zu sehen. Nimm alle Möglichkeiten um dich herum wahr. Das Allerwichtigste ist, sieh dich selbst durch die Augen des Mitgefühls und durch die Augen der Liebe. Warte nicht darauf, dass sich Dinge im Äußeren verändern, um glücklich zu sein. Sei du selbst die Veränderung. Kreier diese Gefühle des Glücks selbst in dir. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und nimm diese höchste Version deiner selbst mit in den Rest deines Tages, mit in dein Leben.